Hallo meine Freunde, willkommen zu einem neuen Video. Heute sprechen wir über ein Thema, was einige von euch schon angefragt hatten. Heute geht es um das bedingungslose Grundeinkommen. Und erstmal muss man sich die Frage stellen, okay, was ist das bedingungslose Grundeinkommen überhaupt? Das bedingungslose Grundeinkommen bezeichnet einen Prozess, in dem jeder Mensch in einer Gesellschaft, egal ob er arbeitet oder nicht, beispielsweise 1000 Euro bekommt, also einen festen Wert bekommt, der aber höher ist als zum Beispiel der Hartz-IV-Satz. Und ob das Sinn macht, das schauen wir uns jetzt an. Zuallererst muss man natürlich sagen, es gibt wie bei allem zwei Seiten. Also es gibt hier auch positive Sachen und negative Sachen, also Pro- und Kontra-Argument. Das erste definitive Pro-Argument wäre, dass auch Menschen mit schlechteren Qualifikationen Jobs ablehnen können. Also auch Menschen, die jetzt beispielsweise einen nicht so guten Schulabschluss haben, die sind nicht gezwungen, jeden Job anzunehmen, nur um Geld zu verdienen, sondern die können auch sagen, nein, diesen Job mache ich nicht, weil sie ja das Grundeinkommen haben. Und das wiederum zwingt die Arbeitgeber dazu, die Arbeit attraktiv zu gestalten. Ich glaube, wir kennen das alle. Es gibt ja diese gewissen Jobs, die nicht wirklich attraktiv sind. Und der Arbeitgeber ist auch nicht gezwungen, diese Arbeiten attraktiv zu gestalten, weil er weiß, es gibt Menschen, die sind darauf angewiesen, die müssen diese Jobs machen. Das würde mit einem bedingungslosen Grundeinkommen wegfallen. Und der Arbeitgeber wäre auch gezwungen, seine Arbeit attraktiv zu gestalten. Das heißt, der Arbeitgeber würde auch in eine Konkurrenz mit anderen Arbeitgebern fallen. Und wenn seine Arbeit nicht attraktiv ist, würde sich das Ganze nicht durchsetzen. Also das ist auf jeden Fall ein Pro-Argument, dass die Menschen sich die Jobs aussuchen könnten und dass die Menschen auch Jobs ablehnen könnten. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, besonders hier in Deutschland haben wir ein großes Problem mit Altersarmut. Und man könnte ja davon ausgehen, dass diese Altersarmut verschwindet. Also ich meine, wenn Menschen zum Beispiel 1000 Euro im Monat haben, das ist ja schon ein gewisser Betrag. Das heißt, die Menschen könnten auch viel mehr zurücklegen, sie könnten auch viel mehr sparen und hätten dann wahrscheinlich in der Rente nicht so große Probleme, hätten mehr Geld zur Verfügung, hätten mehr Geld zurücklegen können und müssten jetzt nicht beispielsweise Pfandflaschen sammeln. Das ist ja wirklich in Deutschland ein großes Problem, dass teilweise Leute, die 50 Jahre gearbeitet haben, dann am Ende ihres Lebens noch Pfandflaschen sammeln müssen. Also das ist auch auf jeden Fall ein großes Argument für das bedingungslose Grundeinkommen. Und jetzt kommen wir schon zum vierten Argument. Und das hängt immer davon ab, wen man fragt. Also das werdet ihr auch gleich sehen. Es gibt auch Wirtschaftsexperten, die sagen, das Ganze lässt sich finanzieren. Und zwar liegt es daran, dass eigentlich das Geld verfügbar wäre. Das heißt, wenn man das Geld etwas umstrukturieren würde, wenn man die Geldströme anders verteilen würde, hätte man auch das Geld zur Verfügung, um so ein bedingungsloses Grundeinkommen zu finanzieren. Kommen wir jetzt zu den Gegenargumenten. Zuallererst kann man sich ja überlegen, na gut, was passiert denn, wenn alle Leute bedingungslos 1000 Euro zur Verfügung haben? Fällt da der Anreiz nicht weg zu arbeiten? Also kann es dann nicht sein, dass einige Leute sich dann denken, okay, ich muss ja gar nicht arbeiten, um einen einigermaßen hohen Geldbetrag zu bekommen. Das heißt, ich arbeite auch nicht. Und ist das im Umkehrschluss für eine Wirtschaft nicht schlecht, wenn die Menschen sozusagen nicht arbeiten müssen? Also wenn man das etwas weiterdenkt, hat das im Endeffekt nicht Nachteile für die gesamte deutsche Wirtschaft? Das ist auf jeden Fall ein Argument, was immer Gegner des bedingungslosen Grundeinkommens einbringen. Und das nächste Argument ist, da seht ihr, da kommt es immer darauf an, welchen Experten man fragt. Es gibt auch Leute, die sagen, es lässt sich nicht finanzieren. Und dass diese Rechnungen, die gemacht werden, um zu sagen, es lässt sich finanzieren, dass diese Rechnungen falsch sind. Und da wird immer das Argument gemacht, dass besonders die Sozialausgaben, also Sozialhilfe, Hartz IV und Wohngeld, dass diese Ausgaben bereits fest verplant sind. Das heißt, dass der Staat gar nicht diese Gelder zur Verfügung hat, um ein bedingungsloses Grundeinkommen zu gewährleisten. Und wie ihr seht, es gibt diese Rechnungen, die einem das darstellen und einem vorrechnen, es klappt, also es wäre möglich. Und es gibt genauso diese Rechnungen, die einem vorrechnen und sagen, es klappt nicht, also es wäre nicht möglich. Das heißt, da herrscht noch Uneinigkeit. Da gibt es keine einheitliche Meinung, da kommt es dann darauf an, welche Quelle ihr befragt oder an welchen Experten ihr euch wendet. Und wie genau das gesamte Grundeinkommen eigentlich finanziert werden sollte, also allgemein über die Finanzierung herrscht keine Einigkeit. Es gibt eine Theorie, es könnte eine Grundeinkommensteuer geben, das heißt, dass man zum Beispiel Leute besteuert, die etwas mehr Geld haben und Leute, die etwas weniger Geld haben, auch allerdings, dass die etwas mehr Geld haben, mehr einzahlen, Leute, die etwas weniger Geld haben, weniger einzahlen, um dann ein bedingungsloses Grundeinkommen für alle zu finanzieren. Allerdings ist sich da die Politik nicht ganz einig, wie das funktionieren soll und ihr seht, da ist kein wirklicher Konsens im Moment, sondern das ist eher eine Debatte. Kommen wir zum Fazit. Man könnte natürlich auch sagen, man entscheidet sich gegen ein bedingungsloses Grundeinkommen und erhöht dafür den Hartz-IV-Satz oder die Mindestrente. Weil das würde ja wirklich Leuten helfen, die nicht so viel Geld zur Verfügung haben. Das heißt, würde an den richtigen Stellen helfen. Und man hätte auf jeden Fall diese Gelder zur Verfügung. Weil ihr müsst euch das so vorstellen, es gibt ja Menschen, die verdienen sowieso sehr viel Geld. Die brauchen dieses bedingungslose Grundeinkommen nicht. Und auf der anderen Seite gibt es Menschen, die nicht so viel Geld verdienen, die eine Hilfe oder eine Unterstützung benötigen würden. Und an dieser Stelle würde man ja direkt ansetzen, wenn man beispielsweise den Hartz-IV-Satz oder die Mindestrente erhöht und dafür auf ein bedingungsloses Grundeinkommen verzichtet. Das war so ein bisschen meine Meinung. Welche Meinung habt ihr dazu? Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ihr seht, die Diskussion ist da nicht ganz entschieden. Es gibt Argumente für jede Seite. Generell klingt das ja immer ganz gut, ein bedingungsloses Grundeinkommen. Aber man muss sich da natürlich ein bisschen fragen, worum es da eigentlich geht und was es damit auf sich hat.
Danke fürs Reinschalten, Freunde. Schreibt mir mal in die Kommentare, worüber ich reden soll. Dann recherchiere ich euch was und präsentiere euch im nächsten Video dann wieder vielleicht meine Meinung oder einen Faktencheck oder ähnliches. Macht's gut.